und herzlich willkommen bei Andreas Drienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T, frisch zurück aus Taiwan mit etwas mehr auf den Rippen, das ich in nächster Zeit auch wieder in Angriff nehmen werde. Ich werde ein bisschen intensiver trainieren, ein bisschen mehr auf die Ernährung aufpassen. Aber jetzt habe ich was für euch, und zwar, da war ich ja schon lange drauf. Ich habe ja vor kurzem gefragt, was ihr gerne sehen wollt, was euch interessiert. Und da war das Thema HFT-Training sehr interessant. Das HFT-Training werde ich in mehreren Folgen euch näher bringen. Warum? Weil das HFT-Training ein zum Teil sehr komplexes Thema ist. Für mich einfach, wenn man es verstanden hat, nicht nur für mich, wenn man es verstanden hat, ist es easy. Aber da wir alle natürlich eben diese Trainingsmethode noch nicht kennen, ist es am Anfang ein bisschen schwer durchzusteigen. Warum? Weil es auch ein Training ist, das ein bisschen was mit dem Thema gegen den Strom schwimmen zu tun hat. Und zwar, das HFT-Training hat seinen Grundursprung in Bulgarien. In Bulgarien gibt es sehr viele Kraftsportler, wir sind ein kleines Land mit vielen Kraftsportlern und vielen Goldmedaillengewinnern. Im Verhältnis eines kleinen Landes ist das schon mal ein Gedanken wert, darüber nachzudenken. Das HFT-Training ist ein sogenanntes autoregulatives Training. Diese Autoregulation, die ist wie ein roter Faden durch die gesamte Trainingsmethode. Wichtig beim HFT-Training ist Folgendes. Das HFT-Training ist ein autoregulatives Training, das man mindestens 5-mal pro Woche absolvieren kann. Es gibt sogar Athleten, die absolvieren das HFT-Training 7-mal pro Woche. Wie lange du genau das HFT-Training machen kannst, beziehungsweise wie viel Mal pro Woche, das musst du selbst rausfinden. Ich persönlich schaffe nur 5-mal. Ich brauche in der Woche 2 autoregulative Trainingspausen, die ich einlege nach Bedarf. Von Sonntags bis Sonntags habe ich einen Zeitrahmen, und wann ich meine Pause mache, bestimme ich. Und zwar dann, wenn ich sie brauche. Ist kein festes Muster. Dann, das HFT-Training geht nur in der Regel 30 Minuten. Ja. Genau deswegen kann man es auch 5-mal in der Woche trainieren. 30 Minuten, warum? Weil das HFT-Training ist ein Training mit 3 Grundübungen, mit 3 Mehrgelenksübungen. Und diese 3 Übungen werden ausgeführt entweder in 2er, 3er, 4er oder 5er Cluster. Mit mindestens in der Aufbauphase 20 bis 30 Gesamtwiederholungen pro Übung. Ich weiß, das klingt jetzt alles ein bisschen, was erzählt er da? Ich werde euch das detailliert in den nachfolgenden Clips erklären, sodass ihr es völlig nachvollziehen könnt und kein Buch lesen müsst, sondern einfach Mr. T zuhören müsst. Also, das war Autoregulation, 3 Grundübungen, 2er, 3er, 4er oder 5er Cluster. Und der Cluster versteht man, ein Cluster A2 sind 2 Wiederholungen, dann eine kurze Pause von Zeitfaktor X, dann die nächsten 2 Wiederholungen. 20 bis 30 Gesamtwiederholungen würde bedeuten, ihr macht 15 mal 2, 10 oder 15 mal 2 Wiederholungen. Bei 10 mal 2 seid ihr bei 20 Wiederholungen. Bei 15 mal 2 seid ihr bei maximal 30 Wiederholungen. So, jetzt habt ihr schon ein kleines bisschen was mitbekommen. Ich werde heute diesen Clip bis hierher machen, nicht zu viel auf einmal, und dann werde ich in regelmäßigen Zyklen euch den ein oder anderen Part des HFT-Trainings näher bringen. Heute war einfach mal die Grundeinführung, was da auf euch zukommt. Den ersten Clip, der jetzt danach folgen kommt, das ist der Clip, die Erklärung der einzelnen Clustern, wie man die Cluster bewerkstelligt, warum 2er, 3er, 4er oder 5er Cluster. Das war's schon mal. Andreas Wienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannter als Mr. D zum Thema HFT Cluster Training. Hallo und herzlich willkommen in meinem YouTube-Channel. Viele von euch kennen mich als Personal Trainer Karlsruhe und noch mehr kennen mich als Mr. T. Schaut einfach regelmäßig rein in meinen YouTube-Channel und erhaltet bei mir die wichtigsten Infos und vor allem die ehrlichsten Infos vom ältesten und vom gereiftesten Personal Trainer. Und ganz wichtig, wehe, ihr abonniert nicht.